Lufthansa hatte gestern Pressekonferenz und da hat sie uns über die Zukunft der neuen Business Class informiert, aber auch über die neue First Class. Und wir reden hier nicht über die Business Class Light oder wie man sie nennen soll, die in der Philippine Airlines 350er ex-München demnächst auf Strecke geht. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen mit Frequent Traveler TV Takeoff, unserer täglichen Folge. Solltet ihr den Abonnierbefehl folgen, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, unten kommentieren und vor allem uns ein Like dalassen. Denn ihr wollt ja nichts verpassen, wenn es um Meilen, Punkte und vor allem Status geht. Ja, das erste Thema ist die Lufthansa Business Class und zwar ganz einfach. 2020 geht sie mit der Auslieferung der Boeing 777-9 erstmal in den Liniendienst. Hups, nein, es ist ja 2022 und es kommt erst in 2023. Also es hat 3 Jahre Verspätung, um es ganz einfach zu machen, denn die 777-9er sind verspätet. Die Business Class wird in den A350ern starten mit Münchner Basis an, weil man da dann auch die First Class einbauen möchte. Also insofern, lasst uns doch erstmal schauen, was da passiert. Die Lufthansa hat diese 5-Sterne Business Class, weil sie ist ja noch entwickelt worden, als die Lufthansa den Skytrax 5-Sterne Auszeichnungsbutton stolz getragen hat. Jetzt haben sie es ja ein bisschen, ich will nicht sagen vergessen, aber man hat ihn nicht mehr im Vordergrund. Und auch wenn die Lufthansa die einzige europäische Fluggesellschaft war mit dieser Auszeichnung. Ab 2023 werden die neuen A350er und 787er ausgeliefert werden. Und da gibt es halt die lange überfällige neue Business Class. In 2017 hatte man ja da schon die ersten Informationen rausgeleakt und es sollte halt, wie gesagt, ich sagte es ja schon, auf der 777-9 in 2020 eingebaut sein. Schauen wir uns doch mal einfach den besten Sitz an, den man auf den Rändern sehen kann, und zwar ist das der sogenannte Thron. Ich habe euch den Thron jetzt hier auch einmal eingeblendet und da könnt ihr auch schauen. Natürlich stilecht Apple-Geräte links und rechts. Das iPhone ist aber ein altes Modell, wenn ich das richtig sehe. Und logischerweise ein MacBook, da gibt es auch einen Nachfolger. Aber was ganz toll ist, ist bei dem Thron, man sieht halt einmal, wie viel Platz man links und rechts hat. Des Weiteren sieht man auch ein Pad, auf der, wenn man sitzt, auf der rechten Seite, über das alles gesteuert wird. Da habe ich nochmal ein etwas besseres Renderbild, damit man das sieht, worüber alles gesteuert wird. Und logischerweise, man sieht auch, wie die Sitze da konfiguriert sind. Man hat immer 1, 2, 1 oder 1, 1, 1. Und das ist ja mal eine coole Sache. Jeder Sitz ist also einzeln vom Gang erreichbar. Und man hat jetzt gesagt, nein, man muss das jetzt 2023 launchen, weil man einfach festgestellt hat, die Airline, aber auch die Passagiere können nicht länger warten. Und wenn man die Präsentation von den 2021er Zahlen, die man lauschen konnte, vom Carsten Spohr gehört hat, hat er diese innovative Business Class ganz klar nochmal betont. Und wie ich ja sagte, es gibt das 121er, 111er Layout mit dem Thronsitz und es wird in den fabrikneuen Maschinen A350 und 787 direkt eingebaut. Das Herzstück soll natürlich nicht nur der Sitz sein, der über den besten und gesündesten Schlaf, den man über den Wolken in der Business Class bekommen kann, verfügt, sondern natürlich auch, dass ein verbesserter Service kommt. Ja, ganz genau. Man kann sich dann ganz klar über einen Sitz befreuen, ja, sollte man das jetzt Business Class Plus oder Premium Business Class nennen, der 2,20 Meter lang ist. Und da muss man halt einfach gucken. Und natürlich, braucht das ja nicht zu sagen, jeder Sitz ist natürlich auch full flat. Full flat heißt natürlich, dass man da liegen kann und sich da dann logischerweise ganz einfach lang machen kann. Und man kann auch da sich selber den Sitz irgendwie auch konfigurieren, wobei man natürlich bei der Konfiguration, und ich gebe euch da mal einfach den
Screenshot von dem Pad. Da sieht man ja auch drauf, dass da die Fluginformationen drauf sind und auch die Sitzeinstellungen und noch andere Einstellungen, auch so wie es aussieht auf dem dritten Button, dass man da einen Entertainment-Button hat. Dieses Staggered Seating, wie es einfach heißt, hat halt den Vorteil, dass man immer leicht zum Fenster oder beziehungsweise zum Gang geneigt ist und damit halt wirklich den Platz richtig ausnutzt. Und man kann halt hoffen, dass dieser Sitz, und ich finde den Sitz sehr gut von den ersten Rändern, ich habe auch, als ich ihn gesehen hatte, der muss endlich eingebaut werden, dass der wahrscheinlich auch auf den Twin Aisle Jets von der Swiss und von der Austrian Airlines kommt. Natürlich muss man da sehen, dass das Ganze dann auch ein Branding hat, hat dann natürlich nicht die Lufthansa-Farben und hat dann logischerweise Swiss und Austrian-Farbtöne. Was man auch vielleicht erwarten kann, ist, dass die Austrian vielleicht neue Farben nimmt. Man weiß es nicht genau. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viel Arbeitsfläche, dass man also Platz hat zu arbeiten. Dann kann man in dem Business-Class-Sitz auch natürlich ein Wireless-Charging erwarten und auch dieses, ich nenne es jetzt einfach mal, entfernbare Tablet. Ich weiß jetzt nicht, ob das wie bei Emirates auch so ein dickes Ding ist oder ob das wirklich so ein Samsung ist, wie es da auf dem Bildschirm. Ich schätze mal, es ist ein Samsung. Ich weiß nicht, wer von euch die Geräte kennt. Ich bin bei Google nicht ganz so firm, beziehungsweise bei Android-Geräten. Und da kann man halt wirklich, wie ich schon sagte, alles einstellen. Und da muss man halt einfach gucken, dass man da jedes Einzelteil selber konfigurieren kann. Licht, ich sag's nochmal, Licht, Sitz und aber auch das Entertainment. Dann hat er gesagt, dass die alten Flugzeuge der Carsten Spohr, das heißt also die alten 350er, die 747-8er, werden ganz klar umgebaut werden. Das heißt also, wird ein sogenanntes Retrofit gemacht. Und dann gibt es natürlich diesen Twist, und da hatte ich ja eben schon drauf hingewiesen, es gibt diesen Business-Class-Sitz, der für die A350er kommt und die 787 über die nächsten 12 bis 18 Monate sind, dessen erstreckt sich nicht. Carsten Spohr hat gesagt, das ist ein Upgrade vom jetzigen Produkt. Aber es wird ganz klar ein Schritt sein, der nach oben ist. Also ganz so schwer ist das ja nicht. Und man muss halt einfach da sehen, dass diese Sitze dann auch einen direkten Zugang zum Gang haben und dass man 1-2-1 Layout hat. Und das ist alles, was wir wissen. Also ich schätze mal, dass das die Sitze sind, die man bei Philippine Airlines hat. Und die Sprecherin von Lufthansa hat gesagt, dass es einen ganz, ganz wichtigen ersten Schritt darstellt, um die Langstreckenprodukte zu verbessern. Und in diesem Reigen der Verbesserung wird natürlich auch die neue Business Class verbessert und optimiert. Die Lufthansa erwartet ja, dass man die ersten 787-9er in den nächsten Monaten abholen kann. Ab Fabrik, aber dann war nicht immer wieder zur Vorsicht, weil wir wissen ja alle, dass die FAA da logischerweise einen Finger drauf hat und sagt, hey, wir gucken uns das aber ganz genau an. Und damit wäre dann auch für 2023 ein wirklich neuer Start für die First- und Business-Passagiere, aber auch mit der Premium-Economy. Wenn wir uns dann nochmal das Ganze angucken, wo die Jets positioniert werden, das wird ganz klar München sein, hatte ich ja gesagt, Spätsommer 2023. Warum? Weil München ist auch der einzige 5-Sterne-Airport in Europa und ist natürlich bei den Passagieren sehr beliebt. Nein, sie haben halt im Moment keine First Class. Da die ersten 340er, 600er, die eine First Class haben, fliegen ja ab Frankfurt, sollen dann nach München rübergehen und da schauen wir mal. Jetzt aber lasst uns auf die First Class eingehen. Die neuen First Class Suiten sollen nur eine Reihe sein. Und da gibt es dann auch so ein gibt es auch ein Bild, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Das wäre das Bild von der China Eastern. Die haben ja diese Art Living Room in dem Flugzeug und das ist eine Art, ja, man nennt es Bespoke, also so wie bei Bentley oder sowas, dass das ein mehr
ein verbessertes Erlebnis ist. Und natürlich hat die erste Reihe immer schon von Haus aus mehr Platz wegen dem Bulkhead, wie das so schön heißt. Aber müssen mal gucken, wie das aussieht mit dieser Adaptierung der 350er und 787er Flotte mit diesem Suiten oder halt Living Room. Und man wird ganz klar größere Bildschirme haben, als man jetzt hat, wesentlich mehr Platz haben. Und wenn man natürlich dahin geht, muss man halt gucken, dass das auch eine wirkliche First Class ist. Und nicht, dass das so läuft wie bei Malaysian Airlines, die das Ganze dann umbenannt haben in Business Suites, weil es einfach nicht funktioniert hat. Aber ich denke mal, Lufthansa hat sich da viele Gedanken gemacht. Und eventuell ist das eine Business Class Plus im Vergleich zu diesem 220er Sitz. Weiß ich jetzt nicht, wo da dann der Mehrkomfort ist, außer dann im Service. Und man sagt dann natürlich auch, dass es etwas mehr ein besseres Essen hat, ganz einfach, und besser Drinks und einen besseren Service. Wie gesagt, meine Augen und Ohren sind offen und freudig, wenn ich das höre. Würde es gerne selber irgendwann mal sehen, dass dem auch so ist, weil im Moment sind wir ja Ankündigungsweltmeister bei der Lufthansa, weil man ja auch die 5 Sterne beim Skytrax wirklich nur bekommen hat wegen der neuen Business Class, die ja dann immer noch nicht gekommen ist. Und last but not least, was haltet ihr davon? Sagt ihr einfach, ja, ich freue mich auf die First Class und vor allem auf die Business Class, wovon wir ja mehr Informationen haben, weil Lufthansa ja auch mehr Renders rausgegeben hat. Und vor allem, was erwartet ihr von der Business Class und von der Lufthansa? Dass der Preis natürlich nicht immer so ist, wie ihr das alle wollt, dass man billig, billig, billig hat, das ist ja selbstredend. Lufthansa will Geld verdienen, muss Geld verdienen, zumal man ja jetzt auch in der Krise, und das werde ich am Sonntag wahrscheinlich mit Mario nochmal besprechen, hofft darauf, dass man 787er oder 350er erben kann von Kunden, die sie leider nicht mehr abnehmen können aufgrund von Handelssanktionen, namentlich Russland. Ja, kommentiert unten wie immer. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ich denke mal, dass das Thema sehr interessant und spannend für euch ist. Ganz, ganz wichtig auch, die Glocke anzumachen, zu abonnieren den Kanal. Abonnierbefehl nennt sich das Ganze. Und kommentieren und liken. Das war's. Kommentieren hatte ich jetzt mehrfach genannt. Jetzt muss ja jeder auch kommentieren. Also wenn ich kommentiert, sollte zumindest liken. Also, danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Take-off mit einer Lufthansa First Class Business Class Ausgabe. Ansonsten, danke, dass ihr heute dabei wart. Also, bis bald. Ciao.